Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was Whitebox-Testing und Blackbox-Testing ist. Wir starten einfach mal mit Blackbox-Testing. Beim Blackbox-Testing tut man so, als könnte man den Code nicht sehen. Der Code ist in der schwarzen Box, man kann ihn nicht durchsehen. Man prüft, man testet anhand der Spezifikation, ob die Software korrekt ist oder nicht. Als Beispiel, wir haben unsere Spezifikation, die mit Z geschrieben sein müsste. Und sie sagt, berechne Sinus x für eine Zahl zwischen 0, ich mache mal hier so einen Meter hin, und Pi. So, was für Tests könnten wir jetzt schreiben? Uns ist ja völlig egal, wie Sinus implementiert ist. Wir können zum Beispiel einen Test schreiben, der testet, ist Sinus 3 irgendwas, was ich jetzt nicht weiß. Und wir könnten auch schreiben, ist Sinus 0 0. Und wir könnten auch fragen, ist, sah aus wie ein C. So. Und wir können auch fragen, ist Sinus Pi gleich 0. Wir haben also einfach verschiedene Tests, die versuchen zu überprüfen, ob die Spezifikation eingehalten ist. Wir sehen an der Stelle natürlich schon ein Problem. Wir können ja gar nicht hier alle Werte prüfen. Also können wir schon, ist aber ein sehr großer Aufwand und in der Regel nicht realistisch. Wir haben dann verschiedene Testklassen, in die das eingeteilt wird. Das ist eigentlich nur am Rande wichtig, vielleicht für eure Prüfung oder sowas. Und zwar sind das diese zwei hier, die bilden Grenzklassentests. Warum? Weil das jetzt an der Spezifikation ausgerichtet. Guck mal, wir haben hier zwei Grenzdinger vorgegeben. Das sind nämlich genau die zwei Grenzen, die hier überprüft werden, weil an den Grenzen ja immer irgendwas schief gehen kann. So wie wenn du eine Schleife hast, die von 0 bis 100 geht, oder geht sie nur von 0 bis 99? Man weiß es ja mal, manchmal nicht. Und dieses Ding hier, das ist ein sogenannter Äquivalenzklassentest. Das ist ein langes, kompliziertes Wort und soll eigentlich nur heißen, dass diese Zahl, die hier getestet wird, irgendeine beliebige ist, die mit einer beliebigen anderen ausgetauscht werden kann. Vermutlich nach der Logik, naja, wenn es für Sinus 3 funktioniert, funktioniert es auch für Sinus 2. Was jetzt in der Spezifikation hier nicht geschrieben ist, was man vielleicht noch in den Grenzklassentest rein interpretieren kann, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist auf jeden Fall sinnvoll zu testen, ist Pi durch 2 und prüfen, ob das wirklich 1 ist. Das ist zumindest rein funktionstechnisch, wenn man sich die Sinusfunktion anguckt, ist das ja auch nochmal so ein Grenzfall, den man vielleicht nochmal genauer beobachten sollte. So, aber das war es dann auch schon zum Blackbox-Testing. Lass uns mal zum Whitebox-Testing gehen. Whitebox-Testing ist genau das Gegenteil. Wir sehen jetzt den Code. Uns interessiert die Spezifikation eher nur so am Rande, aber wir sehen den Code. Was heißt das konkret? Wir gucken uns den Code an. Guck mal, wir haben hier so ein schönes Diagramm. Wir fangen an zu starten und wir haben hier verschiedene Bedingungen und Verzweigungen. Und da gibt es jetzt verschiedene, das ist ein bisschen abstrakt hier, da gibt es jetzt verschiedene Testabdeckungsverfahren. Die möchte ich jetzt mal kurz erklären. Dann wird das Whitebox-Testing, glaube ich, ein bisschen klarer. Zumindest war es bei mir so. Wir fangen mal an mit dem Anweisungsüberdeckungstest. Der sagt, wir wollen jede Anweisung, die in unserem Code ist, mindestens einmal ausgeführt haben. Das heißt konkret, wir gehen einmal diesen Weg hier, um unser Programm durchzuführen. Und dann gehen wir einmal diesen Weg hier und dann stellen wir fest, aha, jede Anweisung wurde mindestens einmal ausgeführt. Wir haben also einen Anweisungsüberdeckungstest. Den haben wir mit zwei Tests erreicht. Jetzt gibt es noch den Bedingungsüberdeckungstest. Der sagt, wir haben für jede Bedingung gibt es hier einen True- und einen False-Zweig und wir wollen jeden dieser Zweige mindestens einmal abgelaufen haben. Wir fangen also an. Wir gehen erstmal nach A und gehen erstmal diesen Weg. Okay, ist einer. Wir gehen durch A durch, gehen nach B und sagen, okay, wir gehen erstmal nach links. Wir gehen nach E, gehen auch nach links. So. Ist auch okay. Und wir haben aber hier immer noch Zweige, die nicht durchgeführt wurden. Uns interessiert an der Stelle nicht das D hier, sondern das B. Wir müssen nämlich hier an dieser Stelle auch mal nach rechts gehen und hier an dieser Stelle auch mal nach rechts gehen und kommen schließlich auch hier an. Man sieht, wir haben drei Tests, im Grunde dasselbe wie eben beim Anweisungsüberdeckungstest, bloß dass wir diesen ersten Test hier dabei haben. Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob man den ersten Test hier überhaupt braucht. Da möge man mich bitte in den Kommentaren aufklären und auch dann in diesem Fall alle anderen. Weil eigentlich, wenn man hier einmal durchgeht, um das Programm zu beenden, muss man ja am Ende mal einmal hier nach rechts gegangen sein. Da braucht man ja keinen extra Fall für. Also die Frage ist, warum bräuchte man den? Aber das beiseite, wir gehen einfach zum nächsten, zum Pfadüberdeckungstest. Den mache ich am meisten, weil da gibt es viele Absicherungen. Der Pfadüberdeckungstest, der versucht, er geht jede Pfadkombination einmal durch. Nicht mehr nur einmal nach links, einmal nach rechts, sondern jede Kombination. Was heißt das? Das heißt, unser erster Test sieht mal so aus. Der zweite Test geht durch A durch, geht
bei B nach links, bei E nach links und geht nach oben und durch. Der zweite Test geht auch durch A durch, geht bei B diesmal nach rechts und bei E nach links. Wir haben eine andere Kombination. Oder ist es eine Permutation? So, unser vierter Test, ich war kurz am Zählen, geht hier nach links, so, und diesmal hier nach rechts. So, und ich denke, es sollte eigentlich schon klar sein, was hier passiert. Wir gehen hier nach rechts und hier auch nach rechts. So, jetzt sind wir jede Kombination einmal durchgegangen. Das ist der Pfadüberdeckungstest. Warum mag ich den? Weil der scheint die Sicherheit zu geben, guck mal, jetzt haben wir ja alle Pfade durchgelaufen, alle Kombinationen durchgelaufen, jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. Aber das ist falsch. Ich mache mal ein Beispielprogramm. Achtung, die Farben verschwinden. Wir haben hier ein Beispielprogramm. Das startet... Was war da denn in meinem Hals? Okay, zweiter Anlauf. So, je nachdem, wie die Variablen A oder C gestrickt sind, ob sie größer oder kleiner 0 sind, gehen wir hier nach links oder nach rechts. Wir machen hier Ja-Pfad und hier den Nein-Pfad. So, wir könnten jetzt versuchen, den Pfadüberdeckungstest zu machen, indem wir A einmal Plus und einmal Minus 1 setzen und C einmal Plus und einmal Minus 1 setzen. Dabei stellen wir fest, wir haben vier verschiedene Tests, die alle Kombinationen an Pfaden abdecken können. Und dann denken wir sind auf der sicheren Seite, aber was passiert denn jetzt, wenn A zum Beispiel 1 ist und C ist minus 5? Dann stellen wir fest, es kracht hier. Und wenn A kleiner als 0 ist und C gleich 2 ist, dann kracht es hier auf der anderen Seite. Hier. Was sagt uns das? Das sagt uns, dieser Pfadüberdeckungstest, der testet zwar sehr vieles und so viel, dass es eigentlich schon ganz gar nicht mehr wirklich in der Realität umsetzbar ist und trotzdem findet er die Fehler nicht. Und wir können auch weiter gucken, selbst der Bedingungsüberdeckungstest und auch der Anweisungsüberdeckungstest finden diesen Fehler hier unten nur mit ganz viel Glück. Also immer vorsichtig sein bei den Tests. Aber das ist ja gar nicht das Hauptthema. Ich hoffe, auf jeden Fall durch diese Tests ist klar geworden, was denn genau ein Whitebox-Test ist. Und bei weiteren Fehler, Anmerkungen, Fragen, Kommentaren unten in die Kommentare. Auf jeden Fall einmal in die Videobeschreibung gucken, ob da Korrekturen drin stehen. Weil ich mache keine Anmerkungen innerhalb der Videos selbst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gucken und ich hoffe, es hat geholfen.